Ja, hallo Füchse, willkommen zu einem mir persönlich sehr wichtigen Video. In diesem Video möchte ich mit euch über eine Sache sprechen, die mich schon sehr lange belastet. Und genau zwar schon seit Jahren belastet. Wie ihr ja wisst, habe ich Angst vor Tomaten. Und ich wollte euch heute erzählen, was da vorgefallen ist. Ja, ich war damals, glaube ich, 6 oder 7 Jahre alt, ich weiß es nicht. Und ich habe damals auch noch woanders gewohnt. Wir sind umgezogen wegen dem Vorfall, den es da gab. Ja, ich war also noch recht jung und war in unserer Küche. Und da habe ich diese runden, roten Dinger gesehen und dachte mir so, die kann man ja mal probieren. Andere essen die ja auch gerne. Und dann habe ich die in die Hand genommen und habe gedacht, hey, die schmecken bestimmt echt gut. Habe ich da reingebissen. Das hat so furchtbar geschmeckt. Und ich habe mich so furchtbar gefühlt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte mit diesem Zeug im Mund. Dann habe ich es ausgespuckt und diese Tomate weggeworfen und gedacht, was ist das? Wieso? Ich habe direkt angefangen zu weinen und ich hatte eine Panikattacke und ich musste direkt einfach nur weg. Dann sind wir auch umgezogen, weil es ging einfach nicht mehr. Das bekomme ich jedes Mal, wenn ich eine Tomate sehe, eine Panikattacke. Tut mir leid, es ist zwar nur sehr hart, darüber zu sprechen. Eines Tages mal darüber hinwegkomme. Aber ich weiß es nicht. Danke, dass ihr mich versteht. Tschüss.